erste Mal richtig laut, auch von innen, Hammerauto und dann manuelle Gangschaltung, noch richtig altmodisch und schwer zu ziehen und schwer die Gänge reinzukriegen. Unglaublich. Besonderes Erlebnis für mich auf jeden Fall, weil das war damals war das Größte für mich, Formel 1 zu gucken, ja, und das Duell Mika gegen Schumi. Mika mit dem Auto Weltmeister geworden, ja. Das ist so ein Kindheitshero gewesen, ja. Und dann damit zu fahren, jetzt heute gigantisch. Ja, ein Wahnsinnsauto, eine Wahnsinnserfahrung, sowas von anders als im Vergleich zu was ich heute mache in der Formel 1. Ich meine, man hat das Gefühl, man sitzt draußen, ja, man hat keine Gurte. Nicht einfach zu fahren, aber schon beeindruckend, auch damals, was die Autos für eine Leistung hatten und was für eine Power.